Splash, heute nehme ich ein Bad. Einmal in der Woche, da müsste es schon mal sein. Ich zieh mich aus und bin kaum in der Wanne drin. Da klopft es und ich ruf herein. Oh, die Nachbarin mit ihrer Schwester kommt durch die Tür. Sie war mit einem Sprung in der Wanne bei mir. Splish, Splash, Mann, wie habe ich geschaut? Im Nu haben wir eine Badewanne-Party gebaut. Das war vielleicht ein Planschen und ein Schrauben und ein Schrubben. Die gingen an wie Blücher, diese beiden tollen Puppen. Als eine endlich fand, wonach sie ganz verbissen suchte, da griff sie so fest zu, dass ich erschrak und erstmal fluchte. Das wollte natürlich auch die andere sehen und hat versucht, mich in der Wanne umzudrehen. Ding Dong, da klingelt's an der Tür. Zur Geburtstagsfeier kommt der Kegelclub zu mir. Verflix nochmal, dass ich das vergaß. Die Badewanne füllt sich, ach, ist das ein Spaß. Ich hab den drallen Busen von der Susi im Gesicht und Gustav meinen großen Zeh, doch das stört ihn nicht. Splish, Splash, doch es werden noch mehr. Der Untermieter kommt und auch die Feuerwehr. Schrubbidi, bibbidi, duda. Sag mal, Mädel, bist du so heiß oder ist das das Badewasser? Was? Hey, hey, du kleiner Spritzer, nimm die Hände von meiner Nachbarin oder ich füttere dich mit Kernseife. Ding Dong und es hört und hört nicht auf. Die Putzfrau meint verbissen, wer wischt das morgen auf? Der Hausbesitzer kommt, jetzt gibt es kein Pardon. Das Badewasser läuft inzwischen über den Balkon. Eine Menschenmenge sammelt sich jetzt vor dem Haus. Doch weiter geht es in der Wanne rein und raus. Splish, Splash, jemand reklamiert. Eine unbekannte Hand hätte ihn unsittlich berührt. Na sowas. Hab dich nicht so zickig. Schwimmst doch sonst in jedem Teich. Abgesehen davon, das alles hier macht mich nicht mehr an. Ich schwinge mich in meinen Anzug, greife mein Schlauchboot und ab geht's zur nächsten Taxe. Ihr könnt mich alle mal gerne haben. Macht doch mit meiner Bude, was ihr wollt. Los, Junge, fahr mich zu meinem Freund Kurt. Eine schöne, ruhige Runde Skat und ein Tässchen Bier. Tja, das hält auch kein Mensch aus.